Moin, was geht? Ich bin zurück mit einem neuen Video, nach wieder circa 2 Monate langer Pause, es tut mir fucking leid. Aber ey, hier bin ich wieder, mit einer kleinen Information, welche für mich persönlich unpassend gewesen wäre, wenn ich darüber einen Community-Tab-Post gemacht hätte. Und zwar geht es darum, dass ich meinen Namen wechsle, wie ihr es vielleicht auch schon am Titel lesen konntet. Und ich möchte heute mal ein bisschen darauf eingehen, was denn überhaupt die Beweggründe waren, dass ich meinen Namen wechsle. Und auch, wie ich letztendlich auf den Namen gekommen bin. Aber um da chronologisch anzufangen, wie kam ich denn überhaupt auf den Namen Matendo? Da müssen wir nämlich ein gutes Stück in die Vergangenheit. Wir gehen in das Jahr 2016, wo ich meinen allerersten Kanal gegründet habe, der eben genau diesen Namen trug. Und ihr müsst euch das einfach mal überlegen, ne? 2016 ist einfach 8 Jahre her, beziehungsweise fast 9 Jahre, weil mein Kanal habe ich Anfang Januar 2016 gegründet. Bro, ich war da 10. Auf den Namen gekommen bin ich nämlich, ich habe damals für Nintendo gezockt. Mein Name war Max, beziehungsweise ist hoffentlich immer noch Max. Und ich habe sehr gerne Domtendo geguckt. Und so war der Name Matendo geboren. Ja, basically war es wirklich nicht mehr. Das Ganze ging halt einfach damals los. Ich habe damals noch mit meinem Handy einfach mein Wii U Gamepad, müsst ihr euch mal überlegen, mein Wii U Gamepad abgefilmt und habe darüber Let's Plays gemacht. Ich meine, klar waren da noch andere Zeiten, wobei 2016 besaß eigentlich jeder zumindest einen PC. Besaßen wir auch, aber der war halt einfach zu scheiße. Also musste daher mein Handy, was ich damals besaß, das war irgendein billiges Huawei-Handy, herhalten. Und naja, ich bin froh, dass es die Videos nicht mehr gibt, weil die Qualität war crappy as fuck und ich war halt 10. Und heutzutage kann ich mich mit dem Namen mittlerweile auch nicht mehr so wirklich identifizieren, weil guckt euch mal meinen Kanal an. Wann kam das letzte Video, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Nintendo zu tun hatte? Das war halt im März 2023 und selbst das zähle ich nicht mal so wirklich mit dazu, weil ich da nicht mal gezockt habe. Wenn wir jetzt nach dem Faktor gehen würden, wo ich das letzte Mal ein Nintendo-Game in einem Video gezockt habe, das ist noch länger her. Das ist über 2 Jahre her, beziehungsweise fast 2,5 Jahre. Das war nämlich damals das Mario Bros. Wii Challenge Video, wo ich bei jedem Tod einen Chip essen musste mit so scharfer Soße obendrauf. Also kann man so sagen, mein Content hat sich immer mehr von meinem Namen wegbewegt. Immer weniger bin ich meinem Namen gerecht geworden. Und da war dann schließlich vor kurzer Zeit der Punkt eingetroffen, wo ich mir dachte, okay Max, das änderst du jetzt. Und der zweite Beweggrund ist die Tatsache, dass viele Leute, oder nee, ich sage mir nicht viele, aber einige Leute meinen Namen immer noch mit dem Ich von vor 4, 5 Jahren verbinden. Sprich damals, wo ich noch ganz crappy auf dem Bett gesessen habe, mit einem Mikrofonarm an den Tisch geschraubt und einfach drauf losgezockt. Oder für Szenen wie diese hier. Ach wirklich, du bist ein Schneemann? Boah, darauf knatter ich. Ja, das trifft's gut, Unleash the Beast. Ich meine, klar sind solche Szenen out of context auch mal für einen Lacher gut, aber es bin halt einfach nicht mehr ich. Weil sind wir ehrlich, es ist einfach scheiße gealtert. Und deswegen möchte ich mich halt von dem Namen losreißen. Weil mein Content sich halt immer weiter vom Namen entfernt hat. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, und zwar, wie bin ich überhaupt auf den neuen Namen gekommen? Und was für Konsequenzen wird das Ganze haben? Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, Konsequenzen wird es keine geben. Ich werde meinen Content, so wie ich ihn jetzt mache, weiterhin durchziehen. Nur an der Regelmäßigkeit müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, aber wie bin ich denn jetzt eigentlich auf den Namen gekommen? Das war eigentlich ganz einfach. Ich wollte unbedingt einen Namen haben, wo mein bürgerlicher Name drinsteckt und welcher auch nicht zu viel über meinen Content verrät, beziehungsweise mich contenttechnisch nicht zu sehr einschränkt. Und voilà, so kam der Name Maxedout zustande. Und keine Sorge, ich erwarte jetzt bei Gott nicht, dass jetzt jedem von euch mein Name gefällt. Weil sowas ist halt auch nur mal Geschmackssache. Und ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, ich wollte euch nur kurz informieren, weil ein Community-Tab-Post wäre dafür nicht unbedingt angebracht gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, habe ich wirklich auch auf jeder anderen Social-Media-Plattform meinen Namen schon angepasst. Sowohl auf Twitch, als auch auf Instagram, als auch auf Twitter. Überall. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann ganz bald beim nächsten Video. Macht's bis dahin gut, haut rein und ciao, ciao.